Wenn Sie schon längere Zeit nicht in New York waren, dann zeige ich Ihnen jetzt einen Weg, den Sie wahrscheinlich noch nicht kennen. Die High Line. Und wenn Sie noch niemals im Big Apple waren, gebe ich Ihnen nur den Rat, schauen Sie sich das an. Wir sind hier im ehemaligen Meat Packing District. 250 fleischverarbeitete Betriebe gab es hier, nur ganz wenige haben überlebt. Und damit die Erzeugnisse weggeführt werden konnten, hat man eine Hochbahn gebaut, und zwar im Jahr 1932. Eine Bürgerinitiative verhinderte 1999 den Abriss der Trasse und setzte die Umgestaltung in eine Parkanlage durch. So kommt es, dass man heute ungefähr in der Höhe des ersten oder zweiten Stockwerks mitten durch die Häuserschluchten wandern kann.